Dieses Weinen hörte man überall in den Wäldern, denn alle suchten die ihrigen und konnten sie nicht finden. Da sind Generationen von Touristen nach Italien gefahren, ohne sich überhaupt darüber klar zu sein, was im Sommer 1944 für eine Blutspur durch die Toskana gezogen wurde. Kaum waren beide Familien in der Küche, begannen sie zu schießen. Um beide Familien zu ermorden, benötigten sie 5 Minuten. Über Sant'Anna und andere Orte herrschte Schweigen. Das Schweigen wurde so laut, dass es taub machte. Staatsanwalt Häusler hat von Anfang an mir erklärt, dass es mit ihm keine Anklage geben würde, weil das Mordmerkmal der Grausamkeit durch den Sachverhalt nicht erfüllt sei. Juristisch unbehelligt. Niemand verlangt, dass die noch lebenden Täter tatsächlich ins Gefängnis kommen. Aber sie werden noch nicht einmal eines Verbrechens beschuldigt. In Deutschland ist dies nicht geschehen. Es hat mich schwer getroffen, um es kurz und ehrlich zu sagen, denn ich hatte keinerlei Rachegedanken. Es ging mir nur um Gerechtigkeit und um nichts anderes. Täter sind ja auch traumatisiert, nicht nur Opfer, dass die Traumata über Generationen weitergegeben werden und dass man diese Kette nur stoppen kann, indem man irgendwo mal ganz genau hinschaut. Dieses Verbrechen gehört allen. Es gehört der Welt, der ganzen Menschheit. Wenn das Leben eines Kindes ausgelöscht wird, trifft das die ganze Menschheit. Dann gibt es keine Deutschen, keine Italiener. Kommt bald wieder, dann findet ihr mich noch hier.